Ja, herzlich willkommen zur virtuellen Kampagne. Letzte Woche haben wir wieder einen Umzug gesehen und auch heute ist der nächste Umzug. Wir freuen uns sehr, dass ihr wieder mit am Start seid. Ich bin Max Schöbel, werde den Umzug wieder kommentieren, aber nicht alleine. Mit dabei natürlich wieder der Pascal. Ja, vielen Dank, Max, für die einleitenden Worte. Wir freuen uns wirklich riesig drauf. Auch schön, dass ihr wieder mit dabei seid im Live-Chat. Und ich würde sagen, genug geplaudert, es geht direkt los mit dem nächsten Umzug. Wir wünschen ganz, ganz viel Spaß. Ja, und damit wären wir dann auch bereit für den nächsten Umzug. Ich bin Max Schöbel, werde heute den Umzug mitkommentieren, aber nicht alleine. Natürlich, wie gerade gesagt, der Pascal auch wieder mit am Start. Guten Abend, Pascal. Ich hoffe, dir geht's gut und wir freuen uns jetzt auf den Umzug. Ja, hallo und herzlich willkommen zurück hier bei Fastnet TV auf YouTube. Wir haben genau 21 Uhr, das heißt, unser nächster Umzug steht an. Wir sind im Landkreis Esslingen, ganz genau in der Gemeinde Deizisau. Und hier sind wir dieses Mal zu Gast bei der Narrenzunft Deizisau, bei den Schlägler und bei den Schendmähern. Ja, und vorneweg sieht man schon die Gastgeber, die Narrenzunft Deizisau mit den Schläglern und mit den Schendmähern. Die Schlägler kann man hier natürlich direkt erkennen mit ihren langen Haaren und mit ihrem Pelz. Das sind die sogenannten Schlägler aus Deizisau. Und dann daneben kann man auch schon die Schendmähern erkennen. Wie gesagt, zwei Symbolfiguren haben die da dabei, die Narrenzunft Deizisau. Und wie gesagt, das sind die Gastgeber vom Umzug jetzt in der virtuellen Kampagne 2022. Die Narrenzunft Deizisau schreit übrigens Schlägler, hau, hau, hau. Und natürlich dann auch noch dreimal Schendmähern. Nach der Narrenzunft Deizisau geht's weiter mit den Granaderfetzer Deizisau. Die Guggenmusik hier natürlich auch mit am Start. Haben hier auch Heimspiel. Und Max, wie gewohnt, machen wir da natürlich wieder das Video laut und hören da direkt mal rein. Die Granadefetze aus Deizisau, wieder tolle Musik, die sie hier mitgebracht haben. Vermisst man natürlich sehr an der Phase die Guggenmusik. Hoffentlich nächstes Jahr wieder. Pascal, du machst weiter mit der nächsten Gruppe. Und direkt nach der Granadefetze Deizisau geht's direkt nach Esslingen. Hier kommt schon die erste Esslinger Zunft, direkt aus Esslingen. Dürfen wir begrüßen die Esslinger Schildmeiden e.V. Auch die sind hier direkt mit dabei auf der 3, die Esslinger Schildmeiden. Die treiben hier natürlich auch ihren Schabernack und haben ihren Spaß. Ja, direkt dahinter dann die schwarze Dämonen auf der 4. Ganz genau, die schwarze Dämonen aus Herrenberg. Und die haben einen ganz interessanten Spruch, und zwar: Und wenn in diesen Nächten das Totenglöckchen dir erklingt, die schwarzen Dämonen auf dem Wege sind.
So nimm dich in Acht und leg dich nicht zur Ruhe, sonst schlagen die schwarzen Dämonen mit ihren Untaten zu. Die schwarze Dämonen aus Herrenberg. Ja, nach Herrenberg gehen wir wieder in den Landkreis Esslingen. Wir gehen ganz genau nach Zirnau, nach Esslingen-Zirnau. Hier dürfen wir begrüßen die Narrenzunft Waldhäusles-Hexe Zirnau e.V. Kann man hier direkt erkennen mit ihrem bunten Häs. Die Zunft wurde übrigens gegründet im Februar 2000 und hat insgesamt über 50 Mitglieder. So steht es auf der Homepage. Und traditionell verbrennt diese Zunft auch Reisig. Das stinkt immer richtig schön. Aber den haben sie auch immer meistens dabei bei den Umzügen. So das Merkmal von der Zunft, da ihren Wagen, wo sie da dabei haben und Reisig verbrennen. Auch hier einige hier dabei in Deizesau. Klar, ist auch ein Katzensprung, circa 5 Minuten von Zirnau nach Deizesau. Und da geht es direkt schon weiter mit der nächsten Zunft. Es geht Schlag auf Schlag. Ja, wir gehen direkt nach Nürtingen. Auf der 6 dürfen wir begrüßen die Narrenzunft Steinach-Dämonen Nürtingen. Haben ihren Traktor, ihren Rasentraktor da mit dabei. Ja, und die Steinach-Dämonen schreien, wie man sich schon denken kann, dreimal Steinach-Dämonen. Eine deutlich weitere Anreise hatte die nächste Gruppe, und zwar die Feuerteufel Gerhausen. Das liegt bei Blaubeuren. Die Idee zur Gruppe kam im Jahr 1979, und vielleicht kennt ihr Feuerteufel Gerhausen auch vom Narrensprung, der nämlich immer in Blaubeuren stattfindet. Anfang, Mitte Januar. Dort wird er dann präsentiert immer von den Feuerteufeln Gerhausen, die heute aus Blaubeuren nach Deizesau angereist sind. Eine deutlich kürzere Anreise hatten die Esslinger Zwiebelgosche auf der Startnummer 8. Sie haben eine ganz interessante Entstehungsgeschichte. Und zwar entstand der Zwiebelgosche aus einer Sage der Esslinger Zwiebel. Und zwar soll damals ein verkleideter Teufel auf dem Markt gewesen sein und eine Frau nach einem Apfel gefragt haben. Und er bekam allerdings eine Zwiebel. Und danach verfluchte er sie und die ganze Stadt und meinte: Von diesem Tag an sollt ihr nur noch die Esslinger Zwiebeln genannt werden. So also die Namensherkunft der Esslinger Zwiebelgosche auf der Startnummer 8 beim Fasensumzug in Deizesau. Ja, danke Max. Weiter geht's mit der Startnummer 9. Wir gehen da ins Illertal zur Narrenzunft der Illerstoi Senden. Und auch die haben ein sehr, sehr buntes Häs mit sogenannte Fleckle. Da sind einige
da aus Senden nach Deizisau gekommen. Ja, hatten ungefähr anderthalb Stunden nach Deizisau. Und dafür sind sie hier echt zahlreich erschienen. Vielleicht kennt man Senden von der Autobahnausfahrt, aber falls Senden jemandem nicht ein Begriff ist, es ist südlich von Ulm, also wie der Pascal schon gesagt hat, ein ganzes Stück Anreise für die Narrenzunft hier beim Fasensumzug in Deizisau. Die Narrenzunft Illerstois Senden wurde übrigens gegründet bereits 1998, ist es ein eingetragener Verein, also auch schon ein paar Jahre in der schwäbisch-alemannischen Fasnet dabei. Eine noch weitere Anreise hatte die Startnummer 10. Wir sind bei der Wolfszunft aus Schallstadt. Ja, Schallstadt, das liegt in der Nähe von Freiburg. Das heißt, die hatten knapp 230 Kilometer Anfahrt, aber haben sie es nicht nehmen lassen, zum Jubiläum 2018 nach Deizisau zu kommen. Startnummer 10, die Wolfszunft aus Schallstadt. Ja, und auf der Startnummer 11 sind wir wieder im Landkreis Esslingen und genauer gesagt in Riederich. Wir begrüßen die Riederich-Zigeunerhexen. Vielleicht seht ihr es von Weitem, da wird Johnny Depp vorbereitet, also alle hinsitzen, man kennt's. Und dann wird zum Refrain natürlich abgegangen. Wir schauen mal zu. Ja, das bringt natürlich richtig Stimmung. Bei der virtuellen Fasnet haben wir das zum Beispiel letztes Jahr auch in Kirchheim gesehen von der Kolbehexe aus Baldmannsweiler. Hier haben wir es jetzt gehört von den Riederich-Zigeunerhexen, der Johnny Depp-Song, den man auf vielen Umzügen miterlebt. Auf der 12, man hört sie schon, man sieht sie schon, man sieht den großen LKW und das heißt, da kommen die blaue Löwen Bernau auf uns zugefahren. Die sorgen hier immer für mächtig Stimmung in Deizisau, sind da immer mit dabei mit ihrem großen LKW, haben da sogar einen DJ auf dem LKW und der heizt hier Deizisau an. Und wundert euch bitte nicht, wieso jetzt die Musik da kurz weggegangen ist.
Da müssen wir kurz die Musik ausstellen, dass wir da keine Probleme mit YouTube bekommen. Aber gleich ist der Ton dann wieder da. Wir befinden uns da weiterhin bei den Blauen Löwen Bernau. Und die geben hier mal mächtig Gas. Max, was sagst du eigentlich zu den Blauen Löwen Bernau? Ja, also ich muss sagen, obwohl wir jetzt gerade keinen Ton hören, jetzt ist er wieder da, die Blauen Löwen Bernau machen hier richtig Stimmung. Wurde sogar nur über das Bild sehr nach Hause getragen. Also mit ihren lauten Musikboxen machen die hier mächtig Stimmung beim Umzug in Deizisau. Und ihr seht schon die nächste Gruppe, und wenn ihr gut aufgepasst habt, letzte Woche beim Umzug in Ehningen, dann wird euch die Gruppe bekannt vorkommen. Wir sind da wieder in der Nähe von Neuhausen-Enz. Ja, und zwar sind wir bei der Startnummer 13, die Waldhufendämonen aus Schellbronn. Schellbronn hat ja auch einen eigenen Nachtumzug, immer am ersten Wochenende der Fasnet. Sehr empfehlenswert. Großer Umzug, sehr gute Stimmung, der Nachtumzug Schellbronn. Wir waren ja schon im Ostalbkreis, jetzt gehen wir noch ein bisschen weiter in den Osten, fast Bayern. Wir sind in Heidenheim angekommen, und zwar auf der Startnummer 14 begrüßen wir die Heidenheimer Felsenhexen. Ja, dann mache ich direkt weiter. Danke, Max, für deine Worte. Es geht weiter mit der Freien Narrenzunft unter Türkheim. Auch die durften wir persönlich schon begrüßen in Baldmannsweiler beim Fasnitz Opening. Die hatten da bei uns auch schon einen Auftritt in der Zunft, wo ich ja auch vertreten bin, bei der Narrenzunft Kolbehexe Baldmannsweiler. Also, die Freie Narrenzunft unter Türkheim hier mit am Start, und ganz persönlich finde ich die Maske ja richtig, richtig gruselig, aber natürlich toll gemacht, jede Maske da ein Unikat. Die Freie Narrenzunft unter Türkheim hier mit dabei, Stuttgart unter Türkheim, die hatten es nicht ganz so weit nach Deizisau. Dann auf der 16 geht's nach Hochdorf bei Plochingen. Wir begrüßen die Hochdorfer Dalberhexe e.V. Ja, und die Hochdorfer Dalberhexe traditionell in ihrem bunten Häs, nenne ich es mal. Also auch immer ein Hingucker. Die erkennt man auch schon von weitem, die Hochdorfer Dalberhexe. Die haben ja auch immer ihren eigenen Umzug alle 2 Jahre, wenn ich da richtig liege. Und auch das sind einige, die hier den Weg nach Deizisau gefunden haben. Ja, nach der Narrenzunft Hochdorf gehen wir dann zu den Kolbehexer Baldmannsweiler e.V. Die dürfen wir begrüßen auf der 17, die Narrenzunft Kolbehexer Baldmannsweiler. Und die schreien dreimal Ratzeputz, lass raus die Wutz. Ja, und wie ich es vorhin ja schon erwähnt habe, in dieser Zunft bin ich auch vertreten. Und uns gefällt es natürlich auch, wenn wir hier in Deizisau, persönlich haben wir ja sehr, sehr viele Mitglieder aus Deizisau, die den Weg nach Baldmannsweiler gefunden haben. Und deswegen ist Deizisau immer ein ganz spezieller Umzug, denn dort kennt man einige Leute, wo da zuschauen. Und ja, die Narrenzunft Deizisau macht es auch immer hervorragend, ein klasse
organisierter Umzug, den wir da immer vorfinden. Und wie gesagt, wir sind da immer sehr, sehr gerne dort vor Ort und freuen uns natürlich immer über jede Einladung von der Narrenzunft Deizisau. Genug geplaudert, es geht weiter mit der Startnummer 18. Wir gehen nach Zell am Neckar, nach Esslingen-Zell, zu der Freien Narrenzunft Zell am Neckar e.V. Und da haben wir der Schnapper. Und der ist hier auch mit dabei. Auch der Narrenruf von dieser Gruppe ist ganz speziell. Die schreien dreimal, du es klump fort, der Schnapper kommt. Also, klasse Narrenruf, wenn ich das mal so sagen darf. Ja, und dann gehen wir schon zur Startnummer 19. Wir gehen zu den Wernauer Narren. Auch die hatten wir ja schon in Rechberghausen gesehen, die Wernauer Narren. Und da übergebe ich dir wieder das Wort, lieber Max. Ja, vielen Dank, Pascal. Wir sind, wie du gerade schon gesagt hast, bei den Wernauer Narren. Gerade haben wir schon die Heckerutscher gesehen. Also die Wernauer Narren haben einige Gruppen hier mitgebracht. Eine riesen Narrensumpf. Wernau natürlich eine Hochburg im Landkreis Esslingen. Haben immer einen riesen Umzug am Fasnet Samstag. Auch ein wahnsinnig großes Zuschaueraufkommen dann in Wernau. Und hier haben wir schon die nächste Gruppe der Wernauer. Und zwar sind wir jetzt bei der Brotläuble angekommen aus Wernau. Und mittendrin auch die nächste Gruppe der Wernauer, und zwar der Wernauer Bauer. Also Brotläuble und Bauer. Nach der Heckerutscher jetzt von der Wernauer. Und ihr hört auch schon die Guggenmusik der Wernauer, wenn ihr genau hinhört, und zwar die Guggenmusik Bodenbach Symphoniker. Wir haben ja jetzt drei eher fröhlichere Gruppen der Wernauer gesehen. Jetzt wird es ein bisschen gruseliger. Jetzt kommen nämlich zwei Gruppen der Wernauer. Und zwar die Leichles Hex, die wir jetzt gerade im Bild haben, mit ihrem roten Häs. Und ähnlich, aber natürlich mit einer ganz anderen Maske. Dahinter dann sehen wir dann auch gleich die Geesgasteifel. Ja, die Leichles Hex, die haben ihren Namen nach dem Leichles Wald in Pfauhausen. Wir sehen die Karpatschen der Wernauer, und zwar jetzt vom Geesgasteifel. Der hat seinen Namen von der Geesgas. Gees heißt ja Gans auf Schwäbisch. Und früher wurden die Gänse durch die Gasse zur Tränke getrieben. Und so entstand im Volksmund dann Geesgas. Und deswegen heißen die Geesgasteifel Wernauer. Die Wernauer
nähern sich dem Ende. Wir sehen, da hinten kommt eine andere Gruppe, deswegen gebe ich wieder rüber. Pascal. Ja, wir sind wieder durch mit den Wernauer Narren. Danke dir, Max. Und wir gehen da wieder zu einer Musikgruppe. Auf der 20 dürfen wir begrüßen die Gies-Musiker Nelmersbach. Die sind da auf der 20 dabei. Und wie ihr ja bestimmt schon wisst, machen wir da wieder das Video lauter und wünschen da ganz viel Spaß. Auf der 21 dürfen wir begrüßen die Bergheimer Erlenwölfe e.V. Auch das ist eine Narrenzunft aus Esslingen, ganz genau aus dem Stadtteil Bergheim. Und die sind da auf der 21 mit dabei. Übrigens haben wir heute insgesamt 74 Gruppen am Start, dass ihr da schon Bescheid wisst. Und die Bergheimer Erlenwölfe da also auf der 21 mit ihrem flauschigen Häs. Auch einige hier mit von der Partie. So, nach den Bergheimer Erlenwölfen sind wir jetzt in Weschenbeuren. Wir begrüßen den Brauchtumsverein Weschenbeuren beim Umzug in Deizisau. Sie haben drei Gruppen mit dabei und wir sehen, wir können sie schon erkennen, die Fleckehexe aus Weschenbeuren. Weschenbeuren ja auch für den Umzug am Fasnet Samstag bekannt. Haben wir in den letzten Wochen gehört, dass es da einige Umzüge gibt, eben auch in Weschenbeuren. Weschenbeuren liegt im Landkreis Göppingen, und zwar zwischen Göppingen und Lorch. Göppingen und Lorch, dort gibt es ja auch jeweils einen Fasnetzumzug. In Göppingen den Nachtnarrensprung seit einigen Jahren und in Lorch den Fasnetzumzug am gleichen Wochenende wie Ehningen und Tübingen, nämlich immer an dem Samstag dann, wo dann sonntags Tübingen und Ehningen und noch andere Umzüge stattfinden. Und wir haben hier die nächste Gruppe der Weschenbeurer. Ich habe ja gesagt, wir haben drei Stück dabei und das hier sind die Kreddebachkatze. Ja, und außerdem haben sie dabei die
die Wäschweiber, die haben wir gerade gesehen zwischen den Fleckerhexe und den Krellebachkatze. Von Wäschenbeuren aus gehen wir nach Mittelstadt. Wir begrüßen die Freie Narrenzunft Riedwaldwölfe Mittelstadt. Und sie wurden im Jahr 2016 gegründet, also jetzt auch schon 6 Jahre bei der Fasnet mit dabei. Ja, dahinter hört man sie schon, die WIP-Guggen Stuttgart e.V., eine Guggenmusik aus Stuttgart. Und da würde ich sagen, Max, mach das Video laut und wir genießen jetzt hier die WIP-Guggen Stuttgart. Mit der 27 gehen wir wieder nach Esslingen. Die 27. Startposition haben die Esslinger Hästräger, wenn ich das so sagen darf, die Esslinger Hästräger e.V. da auf der Nummer 27 mit dabei. Einige Esslinger Gruppen hier natürlich in Deizesau am Start. Und Max, wann sind denn eigentlich die Esslinger Hästräger gegründet worden? Ja, die Esslinger Hästräger wurden im Jahr 2007 gegründet, sind also jetzt auch schon 15 Jahre alt. Und sie haben als Maskengruppen dabei die Esslinger Altstadthexen sowie den Esslinger Stadtwächter. Ja, sehr interessant. Danke dir, Max. Wir gehen dann schon zur nächsten Gruppe. Als nächstes dürfen wir begrüßen die erste Narrenzunft Schweigheim. Und auch die sind hier vertreten in Deizesau, haben ihren Spaß, wie natürlich jede Narrenzunft. Auch das ein wirklich schönes Häs von der Narrenzunft Schweigheim. Sieht echt stark aus. Ja, dann kommen wir schon zur 29. Gruppe. Wir gehen zur Narrenzunft Krötzingen e.V. Ja, und die Narrenzunft Krötzingen wurde gegründet im Jahr 2007. Und die Narrenzunft Krötzingen hat hier ihre Symbolfigur, den Klingenbachgeist, mitgebracht. Die Narrenzunft schreit dreimal Klingenbach geuscht. Und in Deizesau haben sie auch ihren Wagen dabei. Den, wo sie jetzt allerdings nicht mehr besitzen, habe ich mir sagen lassen. Aber hier im Jahre 2018 war ihr Wagen da noch mit am Start. Ja, und Krötzingen auch nicht weit weg von Aich. Ja, Krötzingen auch nicht weit weg von Aich. Die feiern ja immer zusammen den Rathaussturm. Und ich kann es mir so herleiten, da ich mich nämlich noch gut erinnern kann, Fasnetzumzug Aich, der alle 3 Jahre stattfindet, 2019. Dort meinte der Busfahrer, er fährt heute nur bis Krötzingen, obwohl es noch 3 Stunden waren ungefähr bis zum Umzug. Und deswegen mussten wir dann bei Starkregen zusammen mit der Narrensumpf Blochingen und Fasnet-Tube, dem anderen Fasnet-YouTuber, kennt ihr bestimmt, dann hochlaufen und ja, waren dann 2,5 Stunden vor dem Umzug bei sehr starken Regen vor Ort, aber Hauptsache der Umzug war super, das war's nämlich, und da ist man doch auch gerne dann 2,5 Stunden im Regen gestanden. Thank you.
Nach der Narrenzunft Grötzingen geht es weiter mit der Narrenzunft Asch e.V. Ascher Hocke. Und da übernimmt jetzt wieder der Max. Ja, danke Pascal. Wir sehen die Ascher Hocke, wie du gerade schon erwähnt hast. 23 Mitglieder zählen sie und sie wurden im Jahr 2008 gegründet. Und neben dem Ascher Hocke haben sie eine weitere Untergruppe und zwar Hoggeweible. Und wir sind in Ehningen unter Achheim. Wir begrüßen die Teufelshexe aus Ehningen. Bei der Teufelshexe durfte ich letztes Jahr bei der Hexentaufe online mit dabei sein. Hat sehr viel Spaß gemacht, eine sehr coole Gruppe. Vielen Dank da nochmal, dass ich da dabei sein durfte. Und wir haben sie jetzt hier beim Umzug in Deizisau mit dabei. Und jetzt sind wir in Wolfschlugen angekommen. Dort gibt es ja mehrere Gruppen, zum Beispiel die Hexebanner. Aber hier sind es jetzt die Herdau-Hexen aus Wolfschlugen mit ihrem gelben Häs. Haben auch immer viel Konfetti und Stroh mit dabei, werden wir gleich bestimmt auch sehen. Die Herdau-Hexen Wolfschlugen. Wir kommen zur nächsten Riesengruppe und zwar sind wir jetzt in Albstadt-Ebingen beim Schlossbergtum Albstadt-Ebingen. Und ihr seht, Guckmusik, wir machen laut. Und zwar ist das die Guckmusik Schlossbergtum Albstadt und zwar die Hanneblock-Gucken. Davor haben wir die Türme des Schlossbergtum Albstadt gesehen. Und dahinter haben wir jetzt eine Riesengruppe, und zwar die Hexen vom Schlossbergtum Albstadt. Der Fasnitzumzug in Albstadt findet ja auch jährlich statt. Und dort ist Schlossbergtum Albstadt der Veranstalter des Fasnitzumzugs. Ja, Pascal, du bist ja der Umzug jetzt auch schon einige Male gelaufen. Wie gefällt dir denn der Umzug in Deizisau? Ja, vielen Dank dir, Max, für die Frage. Ich habe es ja vorhin schon mal erwähnt. Deizisau ist immer eine Reise wert. Ist ein sehr toller Umzug. Ist immer sehr, sehr schön dort zu laufen. Wir haben dort auch immer sehr, sehr viel Publikum. Das macht natürlich sehr, sehr Spaß. Und ja, mir persönlich gefällt es dort immer sehr, sehr gut. Ja.
So, das war eine Riesengruppe jetzt, Schlossbergturm Albstadt, und wir kommen zur nächsten Startnummer, und zwar zur Startnummer 34, die Hölzertalhexen aus Magstadt. Mit der Nummer 35 geht's weiter. Wir bleiben in Essingen am Neckar. Wir gehen da zu den Karnevalsfreunden Essingen e.V., ganz genau zu den Staffelsteiger Weingeister. Man sieht sie schon mit ihrem Wagen, wo sie da immer dabei haben, mit ihrem Musikwagen. Sind sie da am Start in Deizisau? Und die Staffelsteiger Weingeister, die schreien dreimal Staffelsteiger. Und dahinter haben sie ihre Tanzkinder dabei von den Karnevalsfreunden. Die dürfen natürlich hier auch nicht fehlen. Ja, und sie stehen nicht auf unserer Startliste drauf, aber wir begrüßen sie natürlich trotzdem. Die Neufener Narrenzunft beim Fasnetzumzug in Deizisau. Und dahinter geht es dann weiter mit der ersten freien Narrenzunft, der Schlader Streuobsthexe. Auch die sind hier am Start. Und wir gehen nach Leonberg, genauer gesagt in den Stadtteil Gebersheim. Und zwar begrüßen wir jetzt die Gebersheimer Leichehexe. Die haben ihre Namensherkunft vom Leichleswald und sind hier mit am Start auf der Startnummer 37 beim virtuellen Fasnetzumzug in Deizisau. Ja, wir waren vorher schon in Ehningen und jetzt sind wir wieder in Ehningen unter Achalm. Und zwar jetzt bei den Waldgeister Ehningen. Und sie schreien dreimal zurück in Wald. Ja, vielen Dank. Nach den Waldgeister Ehningen geht's wieder nach Essingen Bergheim. Auf der 39 dürfen wir begrüßen die Bergheimer Waschweiber e.V., auch eine Bergheimer Gruppe. Bergheim hat ja auch mehrere Fasnetzgruppen da am Start. Und hier jetzt also auf der 39 die Bergheimer Waschweiber.
YouTube, noch nicht mal Kanal. Fastnet TV. Ja, man hört's. Wieder richtig gute Stimmung, auch in Deizisau beim Umzug. Bei den Zuschauern. Einfach ein mega Umzug, super Stimmung. Und da hinten geht's weiter mit der nächsten Gruppe, Pascal. Auf der 40 dürfen wir begrüßen die Baderbacher Meerbach-Hexe. Wir haben auch zwei Figuren da dabei. Einmal die Hexe und einmal den Wolf. Der Wolf hat eine traditionelle Maske auf, kam erst später dazu zu der Gruppe Baderbacher Meerbach-Hexe. Und auch die haben immer einen Umzug bei sich in Badenbach. Ein kleiner, aber feiner Umzug. Macht auch immer Spaß, dort zu laufen. Bei den Baderbacher Meerbach-Hexe. Und die sind hier auf der 40. Wir haben ja insgesamt 74 Gruppen heute am Start. Und dann haben wir die nächste Guckmusik auf der 41. Die Langhaar-Guckis aus Dachtel. Und da hören wir natürlich rein. Die Filmperspektive, wo wir hier heute sehen, ist ja ungefähr die Mitte von der Umzugsstrecke. Wie gefällt es denn dir persönlich in Deizisau? Was sagst du zum Umzug von den Schläglern und von den Schändmähern? Ja, also mir gefällt der Umzug richtig gut. Ich war ja bisher einmal in Deizisau 2018, wo es eben das Jubiläum war. Es ist, glaube ich, dem geschuldet, dass es eben am vorletzten Fasnetzwochenende ist und da eben viele Umzüge sind und ich da mich dann oft für andere entschieden habe. Aber es lag auf jeden Fall nicht an Deizisau, dass ich nicht nach Deizisau gegangen bin. Die Deizisauer haben da immer einen tollen Umzug, eine große Vielfalt an Gruppen und man sieht auch, die Stimmung ist mega. Vielleicht ja dann im nächsten Jahr wieder nach Deizisau. Auf der Startnummer 42 sind wir jetzt bei den Wetzsteu-Hexe aus Spiegelberg. Die nächste Gruppe hat eine lange Tradition. Wir begrüßen die GFTB, die Filderer. Sie wurden im Jahr 1966 gegründet. Und hier sehen wir gerade die Maskengruppe, und zwar die Kobolde der Filderer. Sie haben aber auch noch viele Garden und einen Spielmannszug. Und es geht auf die Fildern. Wir sind auf der Startnummer 44, die Sauhag-Wächter aus Neuhausen auf den Fildern. Neuhausen ja auch eine Fasnitz-Hochburg auf den Fildern. Der Fasnitz-Umzug am Fasnitz-Sonntag zieht immer sehr, sehr viele Zuschauer nach Neuhausen. Ja, nach der Startnummer 44 geht es dann weiter mit der Startnummer 45. Ganz klar dürfen wir hier begrüßen die Narrenzunft Mielerleitler Niedern Anso e.V. Das ist die Narrenzunft aus Unterenzingen. Und die haben wieder ihre zwei Figuren mit dabei. Einmal die Mielerleitler und natürlich den Sämann. Beide Figuren hier am Start. Niedern Anso, wie gesagt, Unterenzingen,
ist gerade mal eine Viertelstunde entfernt von Deizisau. Deswegen war es für die auch kein Problem, hier den Weg herzufinden. Ja, einen wirklich kürzeren Anfahrtsweg hatte die nächste Gruppe mit der 46, dürfen wir begrüßen, aus Plochingen, die erste Narrenzunft Plochinger Waldhornhexer. Die brauchen vielleicht gefühlt mit dem Auto 2 Minuten nach Deizisau. Und deswegen sind die hier natürlich auch zahlreich vertreten. Und Max, du gehst da mal wieder drauf ein. Wann wurde denn diese Gruppe gegründet und was für einen Narrenruf haben die denn? Ja, wie alt die Plochinger sind, kann man sich relativ leicht merken, denn sie wurden im Jahr 2000 gegründet. Also dieses Jahr jetzt 22 Jahre gibt's die Waldhornhexe aus Plochingen. Ja, mit der 47 dürfen wir grüßen die Täleshexen Eichtal. Auch die haben immer einen Umzug im Januar in Eichtal. Alle 3 Jahre, wenn ich das richtig weiß. Und die haben natürlich auch eine ganz schöne Maske. Ich sage immer, man erkennt sie direkt mit ihren großen Augen. Schau, eine Holzmaske. Und die gefällt mir persönlich auch sehr, sehr gut. Max, wie findest du die Maske von den Täleshexen Eichtal? Ja, eine sehr schöne Maske. Habe ich auch schon einige sehr schöne Bilder machen können von dieser Maske. Sticht wirklich heraus. Eine sehr schöne Hexenmaske. Ja, genau, wie du es gesagt hast, alle 3 Jahre haben die ihren Umzug. Wäre dieses Jahr wieder gewesen, nach 2019. Mal schauen, ob es dann erst wieder 2025 einen gibt oder ob dann vielleicht die Jahreszahlen da ein bisschen verdreht werden. Wir sehen schon die nächste Gruppe. Wir sind beim Saubach-Deifel aus Nürtingen. Ja, weiter geht's dann mit der nächsten Gruppe aus Senden. Da hatten wir ja vorhin schon der Illerstoi Senden hier mit dabei. Aber jetzt ist es nicht der Illerstoi Senden, sondern die Gruppe Schallmain Express Illertal Senden e.V. Und diese Gruppe dürfen wir begrüßen auf der Startnummer 49. Also 2 Gruppen hatten wir hier dann dabei. Beim Umzug in Deizisau aus Senden hatten insgesamt 1,5 Stunden Fahrtweg hierher. Und dann machen wir weiter mit der Startnummer 50. Man hört sie schon, man sieht sie schon von weitem mit ihrem Trabi. Und das kann nur eine Zunft sein, nämlich die Altbacher Neckarhexer und Deifel e.V. Altbach, die Nachbargemeinde aus Deizisau, hier mit dabei. Haben ihre Deifel am Start und ihre Hexer. Ja, und nicht nur das, sie haben auch ganz schön viel Konfetti dabei. Ja, die Narrenzunft Altbach hat über 45 Mitglieder, also auch eine recht große Zunft. Und die sind hier auch zahlreich mit dabei. Wir haben kurz die Startnummer 51 gesehen, die Kirschtaler Höllenwächter. Und jetzt sind wir auf der 52. Stuttgart-Neugereuth, die Egger-Orks, auch immer beim Umzug in Hofen dabei und beim Rathaussturm in Mühlhausen, die Egger-Orks. Musikalisch geht's weiter. Wir sind bei der ersten Weiblinger Faschingsgesellschaft und sehen da die Ohrewusler aus Weiblingen. Thank you.
Ja, und hinter der Ohrwusler und dem Garten sehen wir jetzt die Remshexen hinter diesem Wagen. Ihr könnt sie schon von Weitem sehen, mit dem gelb-grünen Kostüm und der Hexenmaske. Die Remshexen mit ihrem Spruch Rems Hexe. Auch am Fasnet Samstag ihr Umzug in Waiblingen um 14 Uhr. Ja, nach der Waiblinger Zunft geht's weiter mit der freien Narrenzunft Panrehexer Esslingen. Man sieht schon das Feuerwehrauto und ja, das kann auch nur eine Zunft sein und das sind die Panrehexen aus Esslingen. Und die haben auch zwei Figuren dabei, einmal die Panrehex und einmal der Burgwächter. Und der Narrenruf von dieser Gruppe lautet natürlich dreimal Panrehexe und natürlich dreimal Burgwächter. Wir bleiben in Esslingen am Neckar. Mit der 56 haben wir eine weitere Zunft aus Esslingen mit dabei, den sogenannten Postmichel. Diese Gruppe gibt es noch nicht so lang, war früher als Einzelfigur da unterwegs und jetzt also eine Gruppe. Seit ein paar Jahren ist es eine Gruppe und diese Gruppe dürfen wir da begrüßen auf der Startnummer 56, die Esslinger Postmichel. Nach den Esslinger Postmichel geht's dann in die Großstadt Kirchheim-Teck. Da haben wir letztes Jahr schon in der virtuellen Fasnet einen Umzug kommentiert. Ja, nach Kirchheim gehen wir wieder nach Esslingen am Neckar. Wir gehen nach Bergheim. Ich habe es ja vorhin schon erwähnt, einige Gruppen haben die da in Bergheim. Und wir sind bei der nächsten Bergheimer Gruppe und zwar bei den Steuerriegelgeuster Bergheim e.V. Und der Narrenspruch von dieser Gruppe lautet dreimal Geuster hui, Geuster hui, Geuster hui, hui, hui. Auch ein kunterbuntes Häs, die sieht man auch schon direkt von Weitem. Mit der Startnummer 59 haben wir dabei die Narrenzunft Eschbachwald aus Stuttgart. Und da übergebe ich dir wieder das Wort, lieber Max. Ja, danke Pascal. Wir sehen hier die Rauchschwaden der Narrenzunft Eschbachwald. Der Eschbachwald liegt in Stuttgart-Mönchsfeld, also im Stadtteil Mönchsfeld. Und auch die sind wie die Eggerorks vorher immer beim Umzug in Hofen und beim Rathaussturm in Mühlhausen mit dabei. Liegt ja auch relativ nah an Hofen und Mühlhausen. Und dann geht's weiter bei dir, Pascal. Dahinter dürfen wir wieder eine Wernauer Gruppe begrüßen, und zwar die Maskengruppe Cecilia Wernau. Wir haben hier auch wieder ihre zwei Figuren am Start. Einmal das Sulzhau-Männle und ihre Wölfe. Und diese Gruppe von der Maskengruppe Cecilia Wernau, die gibt es bereits seit 1985. Und auch die sind immer stark betreten, haben einige Mitglieder hier in Deizisau am Start.
Und auf der Startnummer 62 begrüßen wir jetzt die Hausamer Wikinger. Wir gehen dann wieder in den Landkreis Esslingen und zwar ganz genau nach Könken. Mit der 63 haben wir hier mit dabei die Narrenzunft Könken e.V. Dann machen wir weiter mit einer Guckenmusik und zwar mit der ersten Weinstädter Guckenmusik Groß-Hebbacher, Blorgegeuster. Ja, und jetzt sind wir in Süßen und zwar bei der Süßener Waldhexen. Süßen liegt im Landkreis Göppingen und ist relativ nah an Donsdorf, was ja auch eine Fastnetzhochburg ist. Ja, wir haben noch ein paar Gruppen, aber ich möchte ganz kurz die Zeit nutzen und schon mal die Werbetrommel rühren. Denn nächste Woche geht's weiter hier bei Fasnet TV auf YouTube. Nächste Woche dann ganz gewohnt wieder um 19 Uhr. Da sind wir dann zu Gast beim Fasnet-Umzug in Deckenfronn, bei der Narrenzunft Deckenfronn. Und da würden wir uns freuen natürlich, wenn ihr da wieder einschaltet. Wir sind wieder in Neuhausen und zwar jetzt bei der Plattfüß aus Neuhausen auf der Startnummer 66. Die nächste Gruppe hat einen eigenen Rathaussturm und da auch immer einen kleinen Umzug mit dabei und zwar die Lenninger Hexe, die wir jetzt hier gesehen haben und schon geht's auch weiter mit der 68. Wir sind wieder in Neuhausen und zwar bei der Sauhag Eichele. Mit der Nummer 69 haben wir da dabei die Romtreiber Rechberghausen. Die Romtreiber Rechberghausen, auch eine Guckenmusik. Die haben wir ja schon beim Fasnetzumzug in Rechberghausen gesehen. Den, wo wir ja schon am 29.01. gezeigt haben, 2022, im Rahmen von der virtuellen Fasnet 2022. Und hier machen wir natürlich das Video wieder laut. Dahinter haben wir die Narrenzunft Denkendorf e.V. wieder mit dabei. Auch die haben wir schon beim ersten Umzug der virtuellen Fasnet 2022 gesehen in Rechberghausen. Ihr könnt das Video ja natürlich weiterhin anschauen. Die Narrenzunft Denkendorf, also hier in Deizisau auch mit am Start, haben ihre zwei Figuren dabei. Einmal den Horgemer und die alte Hex Marie. Und die sind natürlich hier genauso vertreten wie in Rechberghausen. Dann auf der 71, man sieht sie schon, man hört sie schon, mit ihrer Schubkarre, die Narrenzunft Gartenzwergler unter Inzingen. Und da übergebe ich das Wort wieder an dich, Max. Ja, danke Pascal. Du hast gesagt, die Narrenzunft Gartenzwergler Rechberghausen jetzt bei uns im Video mit der Schubkarre. Die Idee kam 1988 und die letzten Jahre haben wir sehr oft bei den Umzügen gesehen, die Gartenzwergle.
aus Unterenzing. Und die zieren hier den Schluss beim Umzug in Deizisau. Ich darf mich bedanken, liebe Fasnitz-Freunde, liebe Fasnitz-Begeisterte, fürs Einschalten. Es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht, auch diesen Umzug zu kommentieren und mitzugestalten. Eine Menge Arbeit haben wir hier reingesteckt. Aber das machen wir natürlich sehr, sehr gerne für euch. Und wir hoffen, es hat euch gefallen. Und nächste Woche geht es dann direkt weiter mit dem Umzug aus Deckenfronn. Und Stuttgart-Hofen folgt natürlich dann auch noch zum Schluss. Also wir haben noch zwei Umzüge zu präsentieren in der virtuellen Fasnet 2022. Ich darf mich verabschieden. Mein Name ist Pascal Greco. Und ich würde das Wort jetzt nochmal an dich übergeben, lieber Max. Danke und bis zum nächsten Mal. Ja, vielen Dank, Pascal, für das Kommentieren des nächsten Umzugs hier. Ich bedanke mich auch bei allen, die jetzt zugeschaut haben. Wir freuen uns über jeden Einzelnen, der immer hier mit dabei ist. Und wir würden uns natürlich freuen, wenn ihr auch nächste Woche wieder einschaltet. Der Pascal hat es schon gesagt, zum Umzug in Deckenfronn. Wir wünschen euch eine gute Woche und wir hören uns dann am Samstag wieder. Bis dann.